Naja. Für so ein Weichei hätte ich ihn gar nicht gehalten, nicht? Nein, wieso zynisch? Landsleute, vielleicht ein Wort jetzt nicht mehr zum Starfighter 50 Jahre. Ein bisschen über den Tornado wurde hier eben von ihm Witze drüber gerissen, dass der ja auch schon ein H-Kennzeichen haben müsste, nicht? Vielleicht sollte man erwähnen, Landsleute, weshalb wir den Tornado noch fliegen. Nein, er ist über 30 Jahre alt. Durch Kannibalisierung, durch Ausschlachtung, weil es keine Ersatzteile mehr gibt, bereits dezimiert. Immerhin 6 haben wir noch aus eigener Kraft in den Süden nach der Türkei geschafft. Das mit dem Cockpit und der Blendung ist nicht so schlimm. Von uns will ja auch gar keiner Bilder, nicht? Die Aufnahmequalität der Tornados war vor 20 Jahren gut, wenn man im Tiefflug geflogen ist. Tiefflug können wir uns nicht leisten, weil ein Tornado mit einer Kalaschnikow abzuschießen ist. Bleiben wir lieber weiter oben, gibt es keine Bilder, machen die Drohnen besser. Nicht? Es ist eine Farce, weshalb wir den Tornado noch fliegen, hat aber trotzdem einen Grund. Das sollte die Zivilbevölkerung ruhig auch wissen. Nicht? Der Tornado ist das einzige Flugzeug, dass die amerikanischen Atombomben, die in Rheinland-Pfalz immer noch stationiert sind, überhaupt ins Zielgebiet bringen kann. Nicht? Sonst könnten wir die Dinger gar nicht dahin bringen, wo sie eigentlich hingehören, nämlich zum Abwurf. Nicht? Dann könnten wir sie ja gleich einmotten, das traut sich aber keiner. Also brauchen wir noch ein paar Jahre Tornado. Und wenn wir sie im Irak ein bisschen fliegen lassen, stört niemand weiter. Nicht militärisch belanglos. Das ist ja der eigentliche Aspekt, Landsleute, dass wir mal sagen müssen, die Bundeswehr ist militärisch vor der Marginalisierung. Das mag Frau von der Leyen nicht gefallen, weil das ihre Ambitionen stört. Aber mit den aufgestockten Milliarden können wir bestenfalls verhindern, dass wir uns komplett der Lächerlichkeit preisgeben. Und militärisch müssen wir nicht mitmachen, weil wir wirksam sind, sondern weil wir sonst am Verhandlungstisch nicht sitzen dürfen. Das ist ein altes Prinzip. Das muss man offen sagen. Es ist nicht zynisch, das ist realistisch. Und als Militär können wir uns das Rumgeeiere und die Heuchelei der Politik nicht leisten. Die Lage muss zu Ende gedacht werden. Sie muss klar auf den Punkt kommen. Ich gebe Ihnen ein praktisches Beispiel, damit wir ja nicht rummeandern. Plan A2 von Julia Glöckner. Ich zitiere O-Ton: Ankommende Flüchtlinge werden in Transitzonen verwahrt. Ende Zitat. Was heißt das konkret, Landsleute? Bei den Zahlen, die bei Verbesserung der Wetterverhältnisse im Frühling eintreffen werden an unseren Grenzen, wenn sich europäisch nichts ändert, das wäre Plan B, der aber wahrscheinlich nicht existiert, dann, Landsleute, werden wir täglich wieder mehrere Tausend haben. Es ist eine Frage der Grundrechenarten, dass wir innerhalb von wenigen Wochen in einem Transitzentrum zwischen 30.000 und 40.000 Leute haben. Das ist die Bevölkerung einer mittleren Kleinstadt oder einer kleinen mittleren Stadt. Wie wollen Sie die eingezäunt verwahren? Was passieren würde, Landsleute, wenn wir diese Transitzentren einrichten, wäre das, was Herr Friedrich, der Ex-Innenminister CSU, vor wenigen Tagen gesagt hat: Wenn es so weitergeht, dann brauchen wir letztlich die Marine Griechenlands, die soll ja auch recht groß sein. Wenn wir Griechenland auffordern, die Marine einzusetzen, ist das nicht nur eine Aufforderung zum Rechtsbruch, das ist bekannt, wird aber nicht gesagt, nicht wahr? Sondern es wird einfach in den Raum gestellt und nicht gesagt, was es heißt. Marine einsetzen, Landsleute, heißt natürlich nicht Menschenleben retten, sondern Flüchtlinge zurückweisen mit militärischen Mitteln. Wie weist man Tausende von Menschen, die in der Vorwärtsbewegung sind, zurück? Das kriegen sie nicht hin. Das ist nicht zu machen. Mit der Marine können sie Schüsse ins Wasser abgeben, sie können sie abdrängen, sie können versuchen, sie zur Rückkehr zu bewegen. Die sind extra deswegen so ausgestattet, dass weder Wasser noch Treibstoff reicht, nicht wahr? Sie versinken im Mittelmeer. Aber entscheidend, das muss ich hier mal sagen, auch wenn das zynisch wirkt, ist es aber nicht. Es hat den Vorteil, dass da nicht geschossen wird. Wenn wir an Landgrenzen Tausende und Abertausende von Menschen in der Vorwärtsbewegung aufhalten wollen, die Hunderte und Tausend, 2000 Kilometer zu Fuß gegangen sind, alles aufgegeben haben, dann glauben Sie doch nicht, dass man die mit einem scharfen Militärton
einer Casinosprache oder einem Kasernenhofton zum Umdrehen bewegen kann. Abgesehen davon, wenn die umdrehen und es sind noch weitere Zehntausende in der Vorwärtsbewegung, dann kriegen wir sowas wie bei der Love Parade in Duisburg. Derselbe Weg für Vorwärts und Rückwärts, das ist nicht schön. Wir wissen natürlich, wenn wir es wissen wollen, Landsleute, dass wir bei Aktionen im Mittelmeer, beim Aufhalten von Flüchtlingen, gegen eine Reihe von Gesetzen und Konventionen und internationalen Abkommen verstoßen. Genfer Abkommen, Seerechtsabkommen, Rettung von Seebrüchigen, von Leuten in Seenot, das ist alles fixiert. Wir stellen fest, das ist unter dem moralischen Druck des Ende des Zweiten Weltkrieges entstanden. Als es noch nicht so viele Flüchtlinge gab, haben wir uns diesen Luxus leisten können. Jetzt allmählich haben wir keinen Spaß mehr dran und stellen fest, oh, jetzt wird die Stimmung schlecht. Und ich muss Ihnen sagen, Landsleute, wir dürfen das Problem nicht einfach bei der Polizei, Grenzschutz, Zoll abladen. Nicht? Der Vorschlag von der Polizei war ja, wir könnten die 15.000 Zöllner, die mit einer Waffe umgehen können, zeitweise mal einsetzen. Das wird auch nicht gehen, denn was wollen Sie mit der Waffe machen? Eines der Probleme der Flüchtlinge ist, sie sind unbewaffnet, nicht? Frauen und Kinder noch dazu. Auf Unbewaffnete, auf Frauen und Kinder schießt ein Bundeswehrsoldat nicht, schießt kein deutscher Polizist, schießt kein Zöllner. Das kriegen sie nicht hin. Das können sie denen befehlen. Nein, das macht kein Politiker natürlich. Notwehr kann es nicht sein. Und ich erinnere daran, dass wir bei Niederschlagung des Hottentottenaufstandes in Deutsch-Südwest 1915 bis 17 ein ähnliches Problem hatten. Nämlich die aufständischen Neger waren damals kaum aufzuhalten, außer mit Waffengewalt. Und damals hat die Reichswehrführung festgestellt, es kommt zur Verweigerung von Reichswehrsoldaten, die den Befehl hatten, dann schießt sie zusammen. Und haben gesagt, das geht nicht. Das sind Frauen und Kinder. Worauf man sich dann entschieden hat, auf einen Kompromiss. Man hat über die Köpfe geschossen und hat auf diese Art und Weise in die Wüste zum Verhungern und Verdursten getrieben. Es ist kein Blut geflossen und die deutschen Soldaten haben sich nicht befleckt. Die Moral ist von großer Bedeutung. Übrigens das auch bei aller Tragik, Landsleute. Einer der Vorteile, wenn die Flüchtlinge nicht mehr über Land kommen, sondern wieder das Mittelmeer als Route wählen, es ertrinken nicht wenige. Die werden nicht angeschossen, es fließt kein Blut und 95% aller Toten ertrinken und sind verschwunden. Noch nicht einmal 5% werden an Land angespült und die sind schon unangenehm genug. Also Sie sehen, das hat auch einen moralischen Aspekt. Und wenn Sie glauben, dass mit Ende des Bürgerkriegs das Ganze aufhören wird, dann kann ich Ihnen nur sagen, nicht? Im Maghreb ist das Durchschnittsalter der Bevölkerung 32. 70% der Männer in der Maghreb-Zone haben keine Arbeit. In Spanien, Italien und Griechenland ist die durchschnittliche Arbeitslosenquote junger Menschen unter 25 Jahren 40-60%. Diejenigen, die aus Afrika in sich in Bewegung setzen, weil die internationalen Großkonzerne ihnen das Land rauben, die kommen noch dazu. Da sind 60 Millionen, die im Moment in Bewegung sind, noch eine kleine Zahl. Und wenn Sie glauben, dass wir da ein Transitzentrum hinkriegen, wo ein paar Tausend für ein paar Tage aufgehalten werden, dann stellen Sie sich die falschen Fragen. Das ist nicht gemütlich, nicht? Aber das ist auch nicht zynisch. Es ist der Wahrheit ins Gesicht geblickt. Viel Spaß dabei. Wir werden viel nachdenken müssen, Landsleute. Und wir sollten nicht aufeinander losgehen, wenn wir feststellen, das ist ein Problem, so ein Kaliber haben wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gehabt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.